Es war eine Punktlandung. Für die zweite Runde hat sich Herr Dr. Grobe von der AfD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Frömmrich, bevor Sie sich wieder öffentlich so echauffieren und in Rage reden, sollten Sie bei den Tatsachen bleiben. Denn Sie haben den AfD-Ortsverband Driedorf unvollständig und somit auch falsch zitiert. Ich zitiere es, damit es Ihnen auch bei Ihnen endlich einmal ankommt. Manche Menschen lernen nur durch Schmerz. Zu dieser Gruppe gehören auf jeden Fall meist Politiker, in Klammern Stimmenverlust gleich Mandatsverlust. Was? Stimmenverlust gleich Mandatsverlust, nicht mehr und nicht weniger. Zudem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die Bundesregierung vor wenigen Tagen eine Kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion veröffentlicht hat. Vielleicht können Sie dem einmal nachgehen. Da wird nämlich ganz klar daraus, welche Politiker die meisten Angriffe zu erleiden haben. Das sind nämlich wir, fast zwei Drittel. Und dann wissen wir wissen ja, wer mit wem zusammenarbeitet. Da sitzen die Freunde der Antifa. Da ist Herr Marius Weiß, der mit der Antifa zusammenarbeitet. Wir haben Fotos von Ihnen. Das beklatschen Sie noch. Terroristische Organisationen werden hier beklatscht. Gewalttäter. Das ist doch ein Unsinn. Wo leben wir denn hier? Was ist das für ein demokratischer Staat? Und so etwas jubeln Sie noch. Sie sind diejenigen, die das finanziell noch unterstützen. Das kann doch nicht sein. Eine vom Verfassungsschutz observierte Organisation in den USA ist schon längst verboten in Teilen. Sie sind diejenigen, die mit diesen Leuten zusammenarbeiten. Ja, Sie geben es sogar zu. Das ist die rote SA. Vielen Dank. Herr Dr. Grobe, Herr Dr. Grobe, ich rufe Sie zur Mäßigung auf. Ja. Ja, Herr Rudolph. Ja. Frau Präsidentin, der Abgeordnete Dr. Grobe der AfD hat von der roten SA gesprochen. Das ist nicht akzeptabel. Das ist, wenn das in Richtung eines Abgeordneten oder anderer Person hier ist, ist eine grobe Beleidigung. Deswegen bitten wir, dass Sie das entweder rügen oder der Abgeordnete sich dazu entsprechend hier und jetzt entschuldigt. Ich habe den Herrn Abgeordneten Grobe zur Mäßigung aufgerufen. Jetzt erteile ich dem Herrn Frömmrich das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist genau die Debatte, die wir hier mit Ihnen gerne führen, Herr Grobe. Die führen wir gerne mit Ihnen, weil es ist immer das gleiche Muster, nachdem die Debatten mit Ihnen laufen und nachdem die Auseinandersetzungen mit Ihnen laufen. Und das beste Beispiel haben Sie gerade von diesem Platz aus hier erlebt. Es ist immer das Gleiche. Sie bringen einen Artikel in die Zeitung, Sie machen eine Aussage, dann gibt es Empörung in der Öffentlichkeit. Dann stellen Sie sich ans Pult und sagen, es war eigentlich gar nicht so gemeint. Oder Sie haben mich falsch zitiert. Oder es ist verkehrt aufgefasst worden. Und dann, das ist das eine Muster, das haben wir gerade hier von Ihnen gehört. Sie bezeichnen im Zusammenhang mit einem Kollegen, den Sie direkt angesprochen haben hier. Sie haben direkt den Kollegen Marius Weiß angesprochen, dass er mit der Antifa zusammenarbeitet. Sie haben ihn genau angesprochen. Und dann kommt der Satz, den Sie sagen, das ist die rote SA. Das ist die rote SA. Sie haben im Zusammenhang mit Herrn... Ja, genau das. Das ist ja gut.
Das ist ja gut, dass hier die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Schülerinnen und Schüler sehen, wie die Argumentationsmuster dieser Partei laufen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist genau das, wie sie laufen. Dann bringen Sie dieses Argument raus. Im Zusammenhang mit dem Kollegen Marius Weiß sagen Sie, die rote. Herr Frömmrich, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Nein. Meine Damen und Herren, der Herr Frömmrich hat jetzt das Wort. Ja. Im Zusammenhang mit dem Kollegen Marius Weiß die rote SA zu sagen und sich dann im Weggehen zu sagen, es war ja gar nicht so gemeint, ich habe ja eigentlich die Antifa gemeint. So funktionieren bei Ihnen die Muster, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie sind die Brandstifter. Sie sind die Brandstifter. Und das sind Sie auch im Zusammenhang mit der Gemeinde Driedorf, in der dieser Artikel erschienen ist. Und man kann das ja mal bei HR Online kann man sich das mal anschauen. Ich lese Ihnen mal einen Teil vor. Gegenanzeige von Gemeindevertretern und Landrat. Die Driedorfer Gemeindevertretung und der Landrat des Lahn-Dill-Kreises veröffentlichen nun an gleicher Stelle eine gemeinsame Gegenanzeige. Darin verurteilen sie die Aussagen der AfD scharf. Sie nennen den Satz im Kontext. Und das ist, haben Sie hier nämlich verheimlicht, in welchem Kontext dieser Satz gestanden hat. Sie nennen diesen Satz im Kontext mit Messern und Waffen bewusst doppeldeutig und verweisen auf den erst 6 Monate zurückliegenden Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Was bisher undenkbar war und als unsagbar galt, wurde nun Realität. Zitat Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zitat Ende. Und das sagen nicht Grünen-Politiker, das sagen auch nicht der Marius Weiß, das sagen auch nicht die Linken hier, sondern das sagen ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus dem Landkreis Lahn-Dill, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das müsste Ihnen eigentlich zu denken geben, aber Ihnen gibt nichts mehr zu denken, weil Sie nämlich die Brandstifter sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, ich werde auch einen entsprechenden Protokollauszug erbitten. Und zum Zweiten bitte ich, von der Besuchertribüne aus keine Filmaufnahmen zu machen, die nicht genehmigt wurden. Für die SPD-Fraktion bitte ich Herrn Rudolph ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bitten in der Tat, die Rede von Herrn Dr. Grobe zu prüfen und dann auch die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Ich will in aller Deutlichkeit sagen, deswegen ist die Debatte übrigens auch so wichtig. Ein bisschen schade, dass sie jetzt entglitten ist durch die Äußerung insbesondere von Herrn Dr. Grobe. Das zeigt, wir stehen am Beginn einer gesellschaftlichen Debatte und wir werden sie führen müssen. Sie ist dringend notwendiger denn je, weil diejenigen, die die geistigen Brandstifter sind, für gewisse Entwicklungen. Und jetzt mache ich es sehr deutlich, Herr Dr. Grobe, für Sie und Ihre Truppe, die Sie da entsprechend repräsentieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, erst folgen die Worte, dann folgen die Taten. Menschen werden ermordet, werden schwer verletzt, weil es geistige Urheber und Brandstifter gibt. Und das müssen wir in diese Gesellschaft diskutieren und hineintragen, wer Täter und wer Opfer ist. Wer Täter und wer Opfer ist. Man wird ja noch einmal sagen dürfen. Man wird auch noch einmal antworten dürfen. Und dieses Spiel lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Das haben 5 Fraktionen deutlich gemacht. Aber es reicht nicht, wenn wir nur im Landtag darüber diskutieren. Wir brauchen die gesellschaftliche Diskussion und die Ächtung. Ja, das ist in der Tat eine Frage von Haltung. Da hat Innenminister Beuth völlig recht. Eine Frage von Haltung. Nicht mehr wegschauen, nicht mehr wegducken, sondern sich damit auseinandersetzen und Haltung und klare Kante an der Stelle zeigen. Weil das ist für uns eine Erfahrung aus der Geschichte. Und zum Schluss. Was soll eigentlich dieser Hinweis, Herr Dr. Grobe? Wir haben ein Foto von Herrn Weiß. Wollen Sie ihn damit drohen? Nein.
Was soll das? Was sind das für Methoden? Die kenne ich nur aus Diktaturen und Unrechtsregimen. Wer sind Sie eigentlich? Ich bin stolz, Vertreter einer Partei zu sein, die nicht nur die älteste demokratische Partei Deutschlands ist, die auch den Mut hatte, unser Vorsitzender 33 gegen das Ermächtigungsgesetz und gegen die Diktatur Hitlers zu stemmen. Da bin ich verdammt stolz drauf. Und eine der Lehren aus dem Nationalsozialismus ist, und das ist ja kein Fliegendreck der Geschichte, wie Herr Gauland mal so lapidar erzählt hat. Das war ein System, das die größte Katastrophe der Menschheit hervorgebracht hat. Und deswegen so darüber zu reden, ist schon ein Skandal. Ich will nicht, dass Leute hier demaskiert werden von Ihnen. Wir haben ein Foto. Was soll das? Ich will, dass jeder Abgeordnete in diesem Landtag, das Privileg haben Sie im Übrigen auch, das will ich mal sehr deutlich sagen, seine Meinung sagen kann. Und ich will, dass jeder Bürgerinnen und Bürger seine Position vertreten kann. Wir haben ein Foto, ist eine Unerheuerlichkeit, und ich fordere Sie auf, hier, Herr Dr. Grobe, dies klarzustellen, sich zu entschuldigen. Wir dulden es nicht, dass Abgeordnete, dass andere bedroht werden, nur weil sie Meinungen vertreten, die Ihnen und Ihrer Truppe nicht passen. Sie kommen dann wahrscheinlich, ja, wir bekommen Wählerstimmen. Die bekommen Sie in demokratischen Wahlen. Sie bekommen nach unserer Auffassung auch viel zu viel. Und ich bin auch sicher, dass nicht alle Leute wissen, was sie vertreten. Aber keiner kann sich so leicht davon ausgreifen. Was die Funktionärstruppe der AfD postuliert und vertritt, ist bekannt. Aber wir müssen aufpassen, dass die Rattenfänger sich in diesem Land ihre Politik, ja, die Rattenfänger da sind und Menschen instrumentalisieren und meine Damen und Herren, das Wort Rattenfänger ist auch nicht parlamentarisch. Menschen instrumentalisieren für ihre Politik. Und deswegen, was Sie heute hier gemacht haben, Herr Dr. Grobe, am Schluss, ist ein unerhörter Vorgang. Ein Foto von einem Abgeordneten zu dokumentieren, noch einmal, das ist ein ganz ernster Vorgang. Wir werden das auch im Ältestenrat thematisieren. Und Sie haben nicht die Größe und nicht den Mut, sich hinzustellen, zu sagen, Entschuldigung, das geht gar nicht. Wir akzeptieren es nicht. Nein, Sie brauchen es für Ihre politische Inszenierung. Sie wollen diejenigen sein, die von anderen verfolgt werden. Und genau andersrum ist. Und deswegen kann das nur der Beginn einer gesellschaftspolitischen Debatte sein, in der es um die Werte, die Haltung unserer Grundwerte geht. Das ist die Wertenorm des Grundgesetzes, der Verfassung. Die müssen die demokratischen Parteien verteidigen. Fünf Fraktionen haben das heute, glaube ich, deutlich gemacht. Aber die Diskussion muss weitergehen. Das zeigt Ihr Beitrag. Wir fordern Sie erneut auf. Entschuldigen Sie sich für Ihren Wortbeitrag, insbesondere gegenüber dem Herrn Kollegen Weiß. Wenn Sie das nicht tun, zeigt das, wessen Geisteshaltung Sie sind und wie gefährlich Sie und Ihre Truppe für die Demokratie sind. Vielen Dank. Für DIE LINKE erteile ich Herrn Schaus das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wie lautet noch einmal der Tagesordnungspunkt? Antrag der SPD, Expertenanhörung zur Bedrohungslage von kommunalpolitisch Tätigen. Nun sind wir hier im Landesparlament, aber wir haben eben live sozusagen eine Bedrohungslage genau erlebt, zumindest der Kollege Weiß. Und ein besseres Beispiel für die Verrohung sozusagen der politischen Debatte als Vorschub, sozusagen als Vorbereitung für das, was dann in der Kommunalpolitik stattfindet, konnten Sie nicht besser antreten, wie Sie das angetreten haben, Herr Dr. Grobe. Mit wie viel Hass
Mit wie viel Hass haben Sie, sind Sie gegenüber dem Kollegen Weiß entgegengetreten, um Ihre krude Position hier darzustellen? Sie wollten es eskalieren lassen. Sie haben es zugespitzt und wollten diese Diskussion provozieren. Und Sie wussten ganz genau, dass darauf eingegangen werden muss, weil eins kann man nicht stehen lassen in diesem Haus, und das will ich auch nicht tun. Anbetracht unserer deutschen Geschichte, ja, bin ich froh über jeden Antifaschisten in diesem Land. Bin ich froh über jeden Antifaschisten in diesem Land. So. Und diese Leute, die sich aktiv für die Demokratie einsetzen, die sich engagieren. Meine Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe hier in dem Plenarsaal. Recherchieren und Dinge an die Öffentlichkeit bringen, die wichtig sind, die in unserer Gesellschaft vorgehen und sie damit auch konfrontiert. Die sind ein wichtiger Bestandteil gegen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland. Und dazu bekenne ich mich ausdrücklich. Antifaschisten als rote SA zu diffamieren, ist eine Geschichtsverdrehung sondergleichen, die kein Beispiel kennt. Und dies in Anbetracht der Morde von Faschisten, von Neonazis an 10 Personen durch den NSU, angesichts des Mordes an unserem Kollegen Dr. Walter Lübcke durch einen offensichtlich Rechtsextremen, ist das zunehmend auch pietätlos, was Sie hier vorgetragen haben. Und das will ich mit aller Kraft zurückweisen. Die AfD und Sie, Herr Dr. Grobe, haben mit Ihrem Beitrag noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig diese Debatte, wie wichtig die Anhörung ist und auch wie wichtig in dieser Anhörung der Einbezug von aktiven Politikerinnen und Politikern zur Verschärfung sozusagen der Tonlage in den Kommunalparlamenten ist. Und das werden wir auch thematisieren. Vielen Dank. Für die AfD hat sich noch für die restliche Redezeit Herr Gagel von der AfD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, jetzt haben Sie sich ja alle schön genug aufgeregt. Aber ich werde vielleicht mal ein paar klärende Worte auch von unserer Seite bezüglich des Fotos und bezüglich Ihrer Äußerung, die Sie gerade gemacht haben, hier herbeiführen. Das Foto, über das Sie sich so aufregen, Herr Rudolph, das können Sie, wenn Sie mal auf die Facebook-Seiten Ihres Kreisverbandes, der SPD Rheingau-Taunus, schauen, 22. März 2018. Dort steht Herr Weiß auf einer AfD-Veranstaltung zusammen mit der Antifa, antifaschistischer Initiative, Linke, SPD auf einer Demonstration und hat gegen eine AfD-Veranstaltung demonstriert. Das können Sie auf einer SPD-Seite sehen Sie dieses Foto. Darüber hinaus hat Herr Weiß bei uns im ja, Sie haben sogar geredet, dürfen Sie auch, ist auch kein Problem, können Sie auch mal. Auch am 9. Mai 2019, auch auf einer Veranstaltung, Seite an Seite mit der Antifa im Rheingau-Taunus auf einer Veranstaltung gesprochen. Wissen Sie doch, ist ja gerade erst ein halbes Jahr her. Das zur Aufklärung von dem Foto, wo Sie sich eben so künstlich aufgeregt haben, Herr Rudolph. Und wenn Sie mal gucken, dann gucken Sie auf Ihren Kreisverband Rheingau-Taunus, dort sind ein paar Bilder veröffentlicht. So, jetzt kommen wir mal zur Antifa. Die Antifa ist mit Sicherheit keine Organisation, die der demokratischen Mitte zuzuordnen sind. Ich meine, soweit können wir uns ja wahrscheinlich irgendwie schon mal auf einen Mindestkonsens einigen. Haben Sie die Bilder von Hamburg in Erinnerung, als linke Gruppen
terrorisierend durch die Stadt gelaufen sind, Autos angezündet haben, Steine geworfen haben. Das waren größtenteils linke Gruppen, und die Antifa war mitbeteiligt. Und ich sage Ihnen, die Bilder von Hamburg in meiner Erinnerung, das war linker Terror, und das zeigt im Grunde genommen die ganz tiefe Einstellung der Antifa. Die Antifa ist in meinen Augen, nachdem ich die Bilder von Hamburg gesehen habe, nachdem ich die geplünderte Innenstadt gesehen habe, ist in meinen Augen eine Terrororganisation. Das sage ich Ihnen jetzt einmal so. Und wenn Sie hier hingehen in diesem Parlament und mit einer linken Terrororganisation paktieren und sich dann auch noch Demokraten nennen, die die Demokratie hier verteidigen, dann gute Nacht Hessen und gute Nacht Deutschland. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Lenders zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe jetzt wirklich versucht, mit einigermaßen Ruhe diese Debatte zu verfolgen, was einem wirklich schwerfällt. Und am Beginn der Debatte haben die Kolleginnen und Kollegen von der AfD-Fraktion oft genug reingerufen, dass Gewalt es auch gegen AfD-Abgeordnete und AfD-Mitglieder gibt. Ich glaube, ich kann für die Freien Demokraten sagen, auch Gewalt gegen AfD-Parteimitglieder oder AfD-Abgeordnete geht überhaupt nicht, ist genauso inakzeptabel wie gegen alle anderen Politiker und wird von uns auch niemals toleriert werden. Von niemandem toleriert werden. Und, meine Damen und Herren, wie schwierig das ist, wenn Zitate hier im Plenarsaal aus dem Zusammenhang gerissen werden, hat das Beispiel vom Kollegen Frömmrich deutlich gemacht. Wenn man das so liest, wie der Kollege Frömmrich das erst einmal dargestellt hat, ist das erschreckend. Nimmt man dann den gröberen Zusammenhang, kommt ein anderes Bild auf einmal zustande. Und keiner von uns in einer Fraktion, der das Zitat jetzt nicht vorliegen hat, kann kaum noch nachvollziehen, in welchem Kontext das steht. Das ist sehr problematisch. Das ist problematisch. Aber, Herr Kollege Grobe, was Sie dann gemacht haben, was Sie dann hier veranstaltet haben, das will ich mal klar sagen, die Drohung gegen den Kollegen Marius Weiß. Es gibt keine Drohung, dann können Sie das ja, da haben Sie ja noch Gelegenheit, hier das richtig zu stellen. Ich will Ihnen mal sagen, wie das bei mir angekommen ist, was Sie hier gesagt haben, Herr Dr. Grobe. Sie haben gesagt, wir haben ein Foto von dir. Sie hätten auch sagen können, wir wissen, wo du wohnst. Genauso ist das angekommen. Und Herr Dr. Grobe, Herr Dr. Grobe, wenn Sie das nicht korrigieren, dann sage ich Ihnen ganz deutlich, dann haben Sie hier in diesem Haus nichts mehr verloren. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lenders. Für die CDU-Fraktion hat sich gemeldet der Kollege Holger Bellino. Herr Dr. Grobe hat die Möglichkeit, dann im Sinne von § 81 eine persönliche Bemerkung am Ende der Debatte zu machen. Er hat sich dazu auch schon gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege Bellino. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist sehr bedauerlich. Die AfD hat sich hier, glaube ich, jetzt dreimal zu Wort gemeldet und dreimal die Chance verpasst, sich zu entschuldigen. Zu entschuldigen,
was hier zu einer Entgleisung einer bis dahin sehr sachlichen Diskussion geführt hat. Das ganze Haus hat bis zu Ihrem Auftritt deutlich gemacht, dass wir uns distanzieren von Menschen, die mit Gewalt meinen, Politik machen zu können. Wir brauchen das nicht in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich sage immer, man kann demonstrieren, man kann sogar gegen staatliche Entscheidungen in unserem Land demonstrieren und wird sogar von der Polizei geschützt. Das ist unser Rechtsstaat. Und da haben wir deutlich gemacht, da gehört sich keine Gewalt, wenn es darum geht, eben unser Grundgesetz zu verteidigen. Und das Parlament, das Hohe Haus, hat sich in, wie ich meine, eindrucksvoller Weise vor diejenigen gestellt, die ehrenamtlich Kommunalpolitik machen. Wir wissen doch alles, was das bedeutet, dass man da nicht nur seine Freizeit einbringt, sondern dass man tatsächlich sich auch bei jeder Familienfeier in den Vereinen, in den Berufen teilweise rechtfertigen muss für das, was man an anderer Stelle entschieden hat. Und dann war es eine würdevolle Sache dieses Hauses, dies deutlich zu machen und uns vor die Ehrenamtler zu stellen. Und ich habe es verfolgt, dann ist auch noch sind die Rettungsdienste, die Polizei und die Feuerwehren zu Recht noch angesprochen worden. Menschen, die da reingehen, wo andere rausrennen. Menschen, die total ungeschützt sich um eine verunfallte oder schwer erkrankte Person kümmern, die nur einen Handschuh anhaben und keine Schutzkleidung. Dass wir gesagt haben, da müssen wir uns da vorstellen, da kann keine Gewalt, weder verbale noch körperliche Gewalt angezeigt sein. Und statt dann die Chance zu nehmen, sich in diesen Reigen einzureihen, kommen Sie mit einer billigen Argumentation, kommen mit Fotos, die da sind. Mein Gott, ich bin wirklich kein Freund von Antifa. Und ich habe auch mit dem Kollegen, der hier angesprochen wurde, schon manchen Zaun, schon manchen Streit ausgefochten. Aber was soll das denn? Da war eine Demonstration, die mag Ihnen nicht gepasst haben. Aber auch gegen Sie darf man demonstrieren. Und da ist da einer auf dem Foto. Ja, da ist er drauf. Da ist er drauf. Was wollen Sie denn mit dieser Aussage? Wollen Sie, dass jetzt in seinem Heimatort an irgendwelche Tiraden abgesondert werden? Ist das Ihr Ziel? Ich befürchte es, sonst hätten Sie sich auch längst dafür entschuldigen können, beziehungsweise dies erst gar nicht angebracht haben. Und ich bin froh, dass wir unsere Geschäftsordnung geändert haben. Wir werden das im Ältestenrat in aller Ruhe besprechen. Und wir haben ja dann auch die Möglichkeit, nachträglich noch Sanktionen gegen Sie auszusprechen. Da hat sich die Mühe der Überarbeitung der Geschäftsordnung schon gelohnt. Aber vielleicht nehmen Sie ja noch die Chance wahr, sich zu entschuldigen. Einmal für das, was hier gelaufen ist. Sie haben einer würdevollen Diskussion im negativen Sinne eine Krone aufgesetzt. Sie haben versucht, die kaputt zu machen. Und vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, auch das würde uns an den Start ins neue Jahr etwas erleichtern, sich zu distanzieren von Fliegenschiss und anderem. Denn das alles schwingt mit, wenn Sie hier das Wort ergreifen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bellino. Ich darf jetzt dem Abgeordneten Dr. Grobe für eine persönliche Bemerkung das Wort erteilen. Nach unserer Geschäftsordnung § 81 stehen dafür maximal 5 Minuten zur Verfügung. Und nach Absatz 2 des § 81 darf das Mitglied des Landtages nur Angriffe auf die eigene Person zurückweisen oder eigene Ausführungen berichtigen. Herr Dr. Grobe, Sie haben das Wort. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Herr Bellino, ich bin bei Ihnen, dem, was Sie gesagt haben. Auch der Antrag an sich passt hundertprozentig. Was mir nicht zusagte, war das, was Herr Frömmrich von sich gegeben hatte, was ich richtigstellen musste. Und dann kam ich auf die Antifa zu sprechen. Und explizit geht es um die Antifa. Es geht nicht um Herrn Weiß, den ich auch nicht beleidigt habe. Das möchte ich. Nein, dann haben Sie es vielleicht falsch verstanden. Wenn dem so sei, dann bitte ich um Verzeihung. Aber ich habe nur gesagt, dass ich Herrn Weiß, dass wir ihn gesehen haben. Und es gibt halt ein Foto. Und dieses Foto ist auf der Homepage von der SPD. Ja, nein, es ist nicht voll. Nein, lassen Sie mich bitte aussprechen.
Die Antifa ist eine Terrororganisation, und das habe ich gesagt, und nicht mehr. Danke schön. Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Ich stelle fest, dass wir zwei Entschließungsanträge vorliegen haben. Moment, wir sind im Verfahren. Ich bitte um Ruhe. Herr Kollege Rudolf Günther, bitte schön. Moment. Herr Präsident, ich habe es ja angekündigt, ich habe auch schon. Ich habe das ja angekündigt, mit dem einen oder anderen Kollegen auch gesprochen, dass die Anträge in die Ausschüsse geben, Hauptausschuss, Federführend, Innenausschuss, und dass wir in aller Ruhe beraten können, in welcher Form wir eine Anhörung durchführen, ob wir das abschichten, wie Kollege Schaus vorgeschlagen hat, den kommunalpolitischen Teil und den zivilgesellschaftlichen Teil, aber dass wir das in Ruhe machen können und deswegen in beide Ausschüsse Anträge überweisen. Alles klar, so machen wir es. Ich habe es jetzt richtig verstanden, dass der Hauptausschuss federführend in diesem Sinne ist. Wollen wir so verfahren? Alle sind einverstanden. Dann machen wir das so. Zweitens, die Kollegin Vizepräsidentin hat den Protokollauszug angefordert. Wir werden uns im Ältestenrat mit dem Protokollauszug befassen und entsprechend beraten, wie wir damit weiter umgehen. Herzlichen Dank, so verfahren wir. Dankeschön. Damit haben wir den Tagesordnungspunkt bzw. die Tagesordnungspunkte 51 und 88 abgeschlossen.